Wir sind hier in der Denkstätte Weiße Rose im Hauptgebäude der LMU in München. Und ich selbst stehe jetzt vor der Stele von Willy Graf. Willy Graf ist eine der zentralen Figuren der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Er kam dann im Mai 1942 nach München. Die Bonner Universität war geschlossen und in München wurde er der zweiten Sanitätskompanie zugeteilt. In dieser Sanitätskompanie und nicht nur Medizinstudium traf er auf Hans Scholl und Alexander Schmorell, auch auf Christoph Probst zunächst. Und es begann eine Freundschaft, die aber noch nicht so weit ging, dass Willy Graf sich befasst hatte bei der ersten Flugblattaktion. Diese drei Freunde, Scholl, Graf, Schmorell, wurden mit ihrer Sanitätskompanie am 23. Juli an die russische, sprich sowjetische Front beordert, um dort ein knappes Viertel Sanitätsdienst zu machen, sprich sie waren als Hilfsärzte tätig. Als sie zurückkamen, war für diese drei Beteiligten und den Kreis selbst ganz klar, sie würden die Widerstandsaktion fortführen. Das bedeutete, dass auch jetzt Willy Graf und Sophie Scholl, später dann Kurt Huber, als Aktive an der Herstellung, der Entwicklung, der Herstellung und Verteilung der Flugblätter einbezogen war. Von Willy Graf gibt es glücklicherweise eine Ausgabe seiner Tagebuchaufzeichnungen, die unter Mitherausgeberschaft seiner Schwester Anneliese Knob-Graf herausgegeben wurden. Diese Tagebuchaufzeichnungen sind für die Geschichte, Erforschung und Bewertung der Weißen Rose sehr, sehr relevant, weil sie tiefe Innenblicke in das Seelenleben eines der wichtigsten Mitglieder der Weißen Rose geben. Aus dem Tagebuch von Willy Graf vom 29.11.1942. Scholls besuchen uns nachmittags auf meinem Zimmer. Ich beginne mit Anneliese zu arbeiten, wie es ja für diese gemeinsame Zeit vorgesehen ist. Zunächst mit einer Jaspers-Vorlesung. Am Abend sind wir zusammen bei Scholls. Auch Christel Probst kommt dazu, der ja jetzt nach Innsbruck versetzt wird. Gespräche über Bücher und Menschen. 30.11.1942. Abends im Bachchor üben wir für das Weihnachtssingen. Nachher laufe ich am Englischen Garten vorbei in dem schönen Abend. Gespräch mit R. über die kommenden Dinge, auf die man ja zunächst stößt. Es ist seltsam, wie sachlich man darüber sprechen kann. In diesem Haus gegenüber wohnte Willy Graf zusammen mit seiner Schwester Anneliese, als sie am 18. Februar 1943 abends, spätabends verhaftet wurde. Beide kamen dann ins Wittelsbacher Palais und wurden dort verhört. Es stellte sich schnell heraus, dass die Schwester, obwohl sie mit Willy Graf im gleichen Zimmer wohnte, keine Ahnung hatte, dass ihr Bruder so aktiv in der Widerstandsszene eingetaucht war und so viel auch an Risiken auf sich genommen hat. Der Grund, warum er tatsächlich so lange in Haft blieb, kann nur zum Teil in immer wiederwährenden Verhören sein. Es gibt vielleicht einen kleinen Ausweg noch aus dieser These. Wir haben von Freunden Willy Grafs, mit denen er als Sanitäter im Einsatz gewesen war, schon 1941, 1942, Bittgesuche für ihn gefunden. Wie auch immer, die Diktatur hat den angeordneten Mord vollzogen und damit war auch das Schicksal Grafs erfüllt. Willy Graf ist leider einer der weniger beachteten Figuren der Weißen Rose. Das merke ich auch gerade in den Führungen, dass tatsächlich vor allem die Geschwister Scholl als die bekanntesten Mitglieder der Gruppe hervorstrahlen. Dennoch ist Willy Graf für mich persönlich, aber auch für die Erinnerung an die Weiße Rose und die Arbeit der Weißen Rose sehr, sehr wichtig. Einerseits steht er für mich als Symbol für Redlichkeit, Standhaftigkeit und Ehrlichkeit gerade gegen sich selbst. Denn Willy Graf war
das einzige Mitglied der Weißen Rose, das Zeit seines Lebens nicht Mitglied der Hitlerjugend war. Willy Graf war, wie andere Mitglieder der Weißen Rose, auch Mitglied in einer bündischen Jugendorganisation, die schon recht früh Widerstand, zumindest im Kleinen, gegen den Nationalsozialismus auf geistiger Ebene ausübte. Und Willy Graf war wahrscheinlich vor allem als Netzwerker in Erscheinung getreten, aber er war auch an den direkten Aktionen der Gruppe beteiligt, sprich an den Graffiti-Anbringungen in drei Nächten im Februar 1943, die mit sehr, sehr hohem persönlichen Risiko verbunden waren. Es ist für uns eine besondere Person des Widerstands, denn Willy Graf, und das zeigen seine Dokumente und seine knappen Tagebucheintragungen, war von Jugend auf sehr kritisch, sehr nachdenklich, auch etwas philosophisch orientiert, ein großer Musikliebhaber, und die Einträge in sein Tagebuch, wenn es darum geht, dass er beim Bachchor in München gesungen hat, sind in der Tat berührend.